Hallo, herzlich willkommen beim Verein Jordsand zum dritten Online-Vortrag unserer winterlichen Vortragsreihe. Mein Name ist Anne Rottenau, ich bin Mitarbeiterin beim Verein Jordsand hier im Haus der Natur in Ahrensburg und ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich dabei sind. Derzeit sind wir über 100 Teilnehmer und ich freue mich auch, dass heute Frau Carstensen bei uns live dabei ist und in ihrem Vortrag über verschiedene Pinguine und andere Seevogelarten der Antarktis berichtet, die sie während einer Expeditionsfahrt dort beobachten konnte. Noch ein kurzer Hinweis, natürlich können Sie auch heute wieder Fragen in unseren kleinen Chat stellen, die ich hinterher nach dem Vortrag Frau Carstensen stelle und sie wird diese dann beantworten. Und dann wünsche ich allen viel Spaß und ich gebe das Wort gern an Frau Carstensen ab. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch von mir hier aus dem Haus der Natur in Ahrensburg. Mein Name ist Brigitta Carstensen und bis vor anderthalb Jahren war ich Gymnasiallehrerin für die Fächer Biologie und Englisch. Jetzt bin ich pensioniert, sodass ich im Februar 2020, also vor fast genau einem Jahr, zusammen mit meinem Mann Zeit hatte für diese wunderbare Reise, über die ich Ihnen heute hier berichten möchte. Ich möchte mit meiner Präsentation aber keine Werbung für unseren Reiseveranstalter machen, auch wenn das Schiff auf einigen Folien zu sehen sein wird. Dies ist auch kein wissenschaftlicher Vortrag, so wie viele andere in dieser Veranstaltungsreihe beim Jordsand. Ich möchte Sie einfach nur teilhaben lassen an unseren unglaublich schönen Eindrücken dieser Reise. Aber nun genug der Vorrede, ich möchte jetzt mit meiner Präsentation beginnen. Auf dieser ersten Folie hier sehen Sie einige Vogelarten, die ich Ihnen vorstellen möchte. Alle Vogel- und Landschaftsaufnahmen sowie die Videosequenzen haben entweder mein Mann oder ich selber gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich meinen Vortrag gegliedert habe. Ich werde hauptsächlich über Pinguine berichten, da sie über 90% des Vogelbestandes der Antarktis ausmachen. Die Präsentation ist dann gegliedert entsprechend unserer Reiseroute in die Subantarktis und Antarktis. Zunächst einmal zu unserem Reisegebiet. Wir sind in den sechsten Kontinent gereist. Das waren 16.000 Kilometer von Hamburg entfernt, über Amsterdam, Buenos Aires, Ushuaia. Ushuaia ist die südlichste Stadt Argentiniens, ganz an der Südküste Südamerikas. Das können Sie hier im linken Teil der Karte sehen. Und Ushuaia liegt auch ganz in der Nähe des berüchtigten Kap Horns. Unsere Expeditionskreuzfahrt ging von und bis Ushuaia zurück. Dies war unser Schiff. Wir waren 194 Passagiere. Das war insofern ganz praktisch, weil in der Antarktis laut dem Antarktisvertrag maximal 100 Passagiere gleichzeitig anlanden dürfen und einen Landspaziergang machen dürfen. So waren wir immer letztendlich in zwei größeren Gruppen unterwegs. Auf diese Art und Weise reisen in der Antarktis etwa 70% der Touristen, die anderen fahren mit größeren Schiffen, die aber keine Anlandungsmöglichkeiten bieten, denn in der Antarktis gibt es keine Häfen. Etwa 40.000 Touristen jährlich besuchen die Antarktis. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist in der noch laufenden Saison von November 20 bis Februar 21 gab es gar keine Touristen. Aufgrund des Coronavirus, wie Sie sich vorstellen können. Aber leider ist der Virus auch dort inzwischen angekommen, auf einer chilenischen Forschungsstation. Er wurde eingeschleppt durch ein Versorgungsschiff. Unsere Anlandung machten wir alle mit einem Zodiac. Das ist ein sehr stabiles und festes Schlauchboot, das etwa 8 bis 10 Leute transportieren kann. Allerdings war es so, dass wir wetterabhängig nicht alle geplanten Anlandungen machen konnten. Aber es gab immer Alternativen und wir waren sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir sind im Februar unterwegs gewesen. Die Reisezeit für die Antarktis ist November bis März oder Ende Februar. Das ist der antarktische Sommer. Wir waren also fast das letzte Schiff, das vor der Pandemie noch die Antarktis besucht hat.
aber nun zu unserer Reise und der 60. Breitengrad, der läuft etwa an dieser Stelle hier, teilt das Reisegebiet in die Subantarktis, alles was nördlich davon liegt, und die Antarktis, das was südlich liegt. Wir sind zunächst in Ushuaia gestartet, durch den Beagle-Kanal gefahren und zu den Falklandinseln gefahren. Das sind zwei größere Inseln und 400 kleinere. Dann in fast zwei Tagen bis nach Südgeorgien. Südgeorgien liegt etwa 2000 Kilometer vom südamerikanischen Kontinent entfernt. Und dann sind wir tatsächlich in die Antarktis hineingefahren. Zunächst zu den Südorkney-Inseln. Hier liegt eine kleine argentinische Forschungsstation, die wir besucht haben. Dann sind wir ins Weddell-Meer hineingefahren. Dann zu den Südshetland-Inseln. Dort haben wir einige Anlandungen gemacht. Und ganz zum Schluss sind wir auch noch zweimal auf der antarktischen Halbinsel gewesen. Das ist hier unten zu sehen, an dieser Stelle. Unser südlichster Punkt lag etwa bei 65 Grad südlicher Breite. Damit waren wir hier in Peterman Island immer noch 3000 Kilometer vom geografischen Südpol entfernt. Die Rückreise durch die Great Passage bei Windstärke 9 war ganz lustig. Die Route ist hier nicht zu Ende gezeichnet. Das heißt nicht, dass hier unser Schiff irgendwie verunglückt ist in der Nähe von Kap Horn, sondern dass die Karte, die uns von dem Kapitän zur Verfügung gestellt wurde, musste irgendwann auf einen Stick gespielt werden und deswegen ist die Route dort abgebrochen. Wir sind also gut wieder angekommen nach 19 Tagen und 6700 Kilometern auf See. Hier unten sehen Sie jetzt ein Zodiac, mit dem wir typischerweise unsere Anlandung gemacht haben. Wir hatten gute wetterfeste Kleidung, Gummistiefel gestellt bekommen, sodass wir niemals nasse Füße hatten und kalt geworden sind wir auch nicht. Jetzt möchte ich etwas über Pinguine ganz allgemein sagen. Es gibt 18 Arten, die nur auf der südlichen Halbkugel vorkommen. Und sie sind dort extrem gut an ihre Lebensräume angepasst. Von diesen 18 Arten haben wir auf unserer Fahrt 6 verschiedene Arten kennengelernt. Hier zunächst den Königspinguin, den größten, dann den Eselspinguin, den Zügelpinguin, den Adelie-Pinguin, dann den kleinen hier, den Felsenpinguin und den Magellanpinguin. Pinguine haben sich vor ca. 80 Millionen Jahren aus flugfähigen Vorfahren entwickelt. Der nächste Verwandte ist der Riesensturmvogel, den werden wir nachher auch noch kennenlernen. Das Skelett des Pinguins ist sehr stabil und robust gebaut. Die Knochen sind mit Knochenmark gefüllt, anders als bei flugfähigen Vögeln. Das hängt damit zusammen, dass sie ja gut tauchen müssen und schwimmen müssen und dafür brauchen sie ein kräftiges Skelett. Die Vorderextremitäten sind zu Flossen umgebaut, sie sind kurz und schmal im Vergleich zur Körpergröße des Pinguins. Die Gelenke sind verwachsen, sodass hier auch eine große Stabilität zu verzeichnen ist. Die Flossen sind wichtig für den Vortrieb im Wasser und an Land für die Kommunikation. Die kräftige Bauchmuskulatur setzt hier am Brustbeinkamm an und ist wichtig für den Vortrieb, für das Schwimmen. Die hinteren Extremitäten sind für die Richtungsänderung beim Schwimmen ganz wichtig. Pinguine sind an Land manchmal etwas unbeholfen, aber im Wasser können sie bis zu 25 Kilometer schnell sich fortbewegen. Das liegt auch natürlich an ihrer Stromlinienform. Und sie schwimmen sehr behende und springen dabei auch aus dem Wasser. Schauen Sie sich das an. Diese Aufnahmen konnte ich von Bord unseres Schiffes aufnehmen.
Pinguine sind extrem gut an das Leben in antarktischen Klimazonen angepasst. Zunächst einmal zu erwähnen sind die Daunenfedern, die sehr gut isolieren. Sie können sie hier in diesem rechten Bild sehen. Pinguine sind so gut isoliert, dass der Schnee auf dem Körper liegen bleibt, obwohl sie eine Körpertemperatur von 39 Grad Celsius haben, denn sie gehören zu den Gleichwarmen. Die Deckfedern sind wasserabweisend, überlappen dachziegelartig. Die Färbung ist auch eine gute Anpassung. Der Rücken ist schwarz, der Bauch hell. Wenn sie im Wasser schwimmen, sind sie aus der Luft schlecht zu erkennen und von unten gegen den helleren Himmel ist das helle Gefieder auch eine sehr gute Tarnung. Pinguine mausern jährlich und zwar immer nach der Brutphase. Die Jungtiere bekommen bei der ersten Mauser zusätzlich ihre ersten Deckfedern. Das nennt man dann den Tauchanzug, weil sie dann auch das erste Mal ins Wasser gehen können. Während der gesamten Mauser, die etwa 4 Wochen dauert, ist für die Pinguine Fastenzeit. Sie können in der Zeit nicht im Meer auf Nahrungssuche gehen und jagen. Hier sehen Sie einen jungen Eselspinguin bei seiner ersten Mauser. Die Frage stellen sich ja viele, warum frieren Pinguine nicht? Die Daunenfedern isolieren sehr gut, wie wir eben schon gesehen haben. Zusätzlich haben Pinguine eine extrem dicke Speckschicht. Allerdings haben sie an den Füßen keine Federn. Und sie bekommen auch keine kalten Füße. Warum ist das so? Ganz einfach. Pinguine haben immer kalte Füße. Und sie frieren nicht am Grund fest. Sie machen hier Fußabdrücke im Schnee, wie man sehen kann. Das liegt daran, ich zeige Ihnen jetzt ein Schema von einem Adelie-Pinguin. Dort sind die verschiedenen Körperbereiche aufgeführt mit ihren Körpertemperaturen. Alles bezogen auf eine Außentemperatur von minus 20 Grad. Das heißt, man sieht hier im Kopf, im Rumpf hat der Pinguin 39 Grad, auch wenn es draußen minus 20 ist. Und die Füße sind aber bei 1 Grad. Wie schafft der Pinguin das? Das lässt sich durch das sogenannte Gegenstromprinzip erklären. Arterien und Venen liegen sehr eng beieinander und tauschen sich temperaturmäßig aus. Das warme arterielle Blut, das vom Herzen in die Füße fließt, gibt seine Wärme ab an das venöse Blut, das aus den Füßen zum Herzen zurückfließt, sodass das arterielle Blut, wenn es in den Füßen ankommt, gut gekühlt ist. Und das venöse Blut, das zurückfließt, ist schon gut vorgewärmt. Der Mensch hat sich das beim Wärmetauscher abgeguckt sozusagen. Jetzt kommen wir zur Nahrung der Pinguine. Pinguine haben einen extrem hohen Stoffwechsel, um die 39 Grad Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und damit haben sie auch einen extrem hohen Nahrungsbedarf. Sie ernähren sich weitestgehend von verschiedenen Grillarten. Hier habe ich Ihnen einmal mitgebracht. Euphausia superba, ein garnelenartiges Krebstier, das bis zu 6 cm groß wird und nur 2 Gramm schwer ist. Diesen Grill findet man in sehr großen Schwärmen in 50 bis 200 Meter Tiefe. Grill bietet die Nahrungsgrundlage nicht nur für Pinguine, sondern auch für Robben und Wale. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für den Adelie-Pinguin. Der ist etwa 70 cm groß und 6 Kilo schwer und benötigt am Tag 800 Gramm Grill. Das sind etwa 16% seines eigenen Körpergewichts. Würde man das auf eine 65 kg schwere Person beziehen, würde diese etwa 10 kg Nahrung pro Tag benötigen. In anderen Worten, man kann auch sagen, Pinguine verbringen den größten Teil des Tages damit, sich Nahrung zu beschaffen. Allerdings macht der Mensch das auch, der fischt nämlich den Grill inzwischen ab und schränkt damit die Nahrungsgrundlage für antarktische Tiere ein. Grill wird als Tierfutter benutzt oder auch als Nahrungsergänzungsmittel wegen des hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren. Und je weniger in der Antarktis
Eis ist oder das Meer vereist ist, desto mehr wird der Krill auch gefangen. Zahlenmäßig ist Krill allerdings die häufigste Tierart der Welt und insofern sind die Pinguine noch nicht direkt bedroht, aber ihre Nahrungsgrundlage ist schon stark eingeschränkt. Erwachsene Pinguine fressen immer unter Wasser. Aus diesem Grund hat sich ihr Rachen zu einer regelrechten Einbahnstraße umgebildet, in der die Schlüpfergebäude nur einen Weg hat, nämlich abwärts. Die Zunge der Pinguine und ihr Rachen sind mit kleinen, starren Hornplättchen, die kann man hier ganz gut sehen im Schnabel, belegt, sodass die Widerhaken das Herausrutschen der Beute aus dem Schnabel verhindern. Hier habe ich Ihnen Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung mitgebracht, die in den Jahren 2008, 2009 durchgeführt wurde. Und zwar an dem Felsenpinguin, an dem Eselspinguin hier in der Mitte und rechts an dem Magellanpinguin. Diese drei verschiedenen Arten leben alle auf den Falklandinseln und zwar auf einer kleinen Insel, die New Island heißt. Die Arten sind da waren damals zwischen 5.000 und 13.000 Brutpaaren stark. Man hat Datenlocker eingesetzt und verschiedene Untersuchungen an ihnen gemacht. Individuen verschiedener Arten können in einem Lebensraum nur gemeinsam existieren, wenn sie die Ressourcen unterschiedlich nutzen. Und das kann man hier ganz gut sehen an dem Nahrungsspektrum. Der Felsenpinguin, der Rockhopper hier, frisst hauptsächlich Krillen und Tintenfische und ganz wenig andere Fische. Der Eselspinguin hat ein anderes Nahrungsspektrum, hauptsächlich mit dem Hummergrill, dem Lobstergrill. Und der Magellanpinguin hat sein Spektrum gedrittelt im Lobstergrill, Tintenfische und andere Fische. Man sieht also, sie vermeiden Konkurrenz untereinander, indem sie ein unterschiedliches Nahrungsspektrum haben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Konkurrenz auszuweiten, und zwar durch eine unterschiedliche Tauchtiefe, durch unterschiedliche Aktivitätszeiten oder auch durch unterschiedliche Entfernung von den Brutkolonien. Für den Eselspinguin hier rechts im Bild habe ich Ihnen einmal ein Beispiel mitgebracht. Das kommt auch aus der Forschung von 2008, 2009. Es gibt auf der Insel New Island, auf den Falklandinseln, eine nördliche und eine südliche Brutkolonie, die nur etwa 8 Kilometer entfernt sind. Nur Eselspinguine, ein gleiches Futterspektrum, aber sehr unterschiedliche Aktivitätszeiten, schon innerhalb dieser Art. Die Beobachtungen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, sind über 2 Tage aufgezeichnet worden. Am Tag 1 kann man sehen, dass die nördliche Kolonie schon morgens ab 6 Uhr auf ihre Jagdausflüge geht und zwar nach Nordosten und bis 15 Uhr wieder an Land ist. Die südliche Kolonie fängt dann erst an, ihre Ausflüge zu starten, und zwar in südwestlicher Richtung. Und die bleiben sogar in der ersten Nacht die ganze Nacht aktiv und weg. Am zweiten Tag sind allerdings alle wieder gegen 20 Uhr da. Und Sie sehen das hier als Simulation. Die nördliche Kolonie schwärmt hier nach Nordosten aus, während die südliche noch weitgehend zu Hause ist. Wenn die nördliche zurückkommt, dann schwimmen die Pinguine hier auf Jagdausflüge und bleiben die ganze Nacht. Und am zweiten Tag kehren sie dann alle bis 20 Uhr wieder zurück auf die Insel. Dies zeigt also, dass sie innerartliche Konkurrenz sehr gut vermeiden können. Pinguine haben natürlich auch Feinde und häufig findet man solche Skelette auf den Landausflügen. Dieses schöne Tier hier ist ein Seeleopard. 350 Kilogramm bei 3 Metern Länge. Er liegt ganz bequem auf einem Felsen, wo wir ihn fotografiert haben. Und in dieser Form ist er den Pinguinen natürlich nicht gefährlich, im Wasser allerdings schon. Dort
Dort ist er der größte Feind der Pinguine. Wenn Seeleoparden einen Pinguin gefangen haben, schlagen sie ihn auf der Wasseroberfläche ganz hart auf und brechen ihm damit das Genick und dann wird das Tier verzehrt. Auch Orcas zählen zu den Feinden. Der Riesensturmvogel hier unten im Bild, hier rechts, nimmt besonders kranke und schwache Tiere, zählt also sozusagen zur Gesundheitspolizei in der Antarktis. Skuas, Raubmöwen nehmen besonders Eier und Küken. Und auch den Menschen habe ich aufgeführt als Feind, allerdings im Moment noch eingeklammert. Früher, zur Zeit der Polarforscher, sind enorm viele Pinguine abgeschlachtet worden, weil man ihr Fleisch gegessen hat, was offensichtlich nicht besonders gut schmeckt, aber den Polarforschern hat das Leben gerettet. Auch die Eier hat man natürlich gegessen. Mit dem Kran hat man Lampen angezündet. Und heute werden die Pinguine durch die Grillfischerei bedroht. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Jetzt kommen wir zur Subantarktis und damit zunächst zu den Falklandinseln. In den Falklandinseln herrscht ozeanisches Klima mit einer Durchschnittstemperatur im Winter von 2,6 Grad. Das heißt, diese Inseln sind frostfrei. Im Sommer haben wir eine Durchschnittstemperatur von 8,3 Grad. Es kann bis 20 Grad hier warm werden. Die Niederschlagsmenge auf den Falklandinseln ist ganz wie in Hamburg etwa 700 mm. Auf den Falklandinseln leben 2500 Bewohner und sehr viel mehr Schafe als Bewohner. Die Inseln gehören zu Großbritannien. Die Landschaft ist lieblich, hügelig. Die Vegetation häufig aus Europa eingeschlemmt, wie hier die Lukapalme oder der Stechgenster. Auf den Falklandinseln haben wir die ersten Pinguine unserer Reise gesehen, und zwar hier am Strand eine größere Kolonie von Magellan-Pinguinen. Die haben hier am Strand ein sehr gutes Refugium für sich. Touristen dürfen dort nicht hin, denn der Strand ist zum Teil noch vermint. Seit dem Falklandkrieg 1982 darf er von Menschen auch nicht betreten werden. Die wären zu schwer und würden die Minen eventuell auslösen. Pinguine schaffen das mit ihren 4 bis 5 Kilo zum Glück nicht. 100.000 Brutpaare hat man auf den Falklandinseln gezählt. Sie brüten an Land in Erdhöhlen, die sie hier in diesem hohen Tussockgras oder Wildgras verstecken und fangen ab Mitte Oktober an zu brüten. Das heißt, zu unserer Reisezeit im Februar waren die Jungtiere mit der ersten Mauser schon fast fertig und waren ausgewachsen. Auf den Falklandinseln haben wir auch den kleinen Felsenpinguin beobachten können. Er gehört zu den Schopfpinguinen, die gelben Federn hier. An den Augenbrauen sind Schmuckfedern und je kräftiger ihre Farbe ist, desto mehr steigt die sexuelle Anziehungskraft auf den Partner. Mir gefällt ganz besonders der englische Ausdruck für diese kleinen Pinguine, der lautet nämlich Rockhopper. Die sind sehr behende im Felsengelände unterwegs und haben auch ihre Nester auf Felsklippen angelegt. Dies war der kleinste Pinguin, den wir auf unserer Reise beobachten. Den Falklandinseln haben wir auch die Kelpgans getroffen. Dies ist ein sehr gutes Beispiel für den sogenannten Sexualdimorphismus. Das Weibchen hier mit der gebänderten Brust und dem dunklen Gefieder auf dem Rücken. Und das Männchen ist hier zu sehen, das ist rein weiß gefärbt. Sie ernähren sich von Kelp, von Braunalgen und Meersalat. Die Falkland-Dammschildente ist eine endemische Ente, das heißt, sie kommt nur auf den Falklandinseln vor. Wir haben hier links das Männchen mit dem kräftig orange gefärbten Schnabel und den
kräftig gelben Füßen und hier auf dem rechten Bild das Weibchen mit zwei kleinen Küken. Die Ragdance Gumshift Ente ist eine unfähige Ente, die sich aber im Wasser relativ schnell fortbewegen kann durch alternierendes Flügelschlagen. Und damit hat sie die ersten Beobachter wohl an einen Raddampfer erinnert und man hat ihr dann den Namen Dampfschiff Ente gegeben. Der Schwarzbraun-Albatros mit einer Spannweite von 2,40 Meter und 4 Kilogramm Körpergewicht lebt auf den Falklandinseln und 50% seines Bestandes brüten auch hier. Das Vorkommen des Schwarzbraun-Albatrosses ist eigentlich nur auf der Südhalbkugel. Allerdings ist er auch als seltener Ausnahmegast seit 6 Jahren in Schutzgebieten des Vereins Jordsand auf Helgoland und Sylt gesichtet worden. Dort trifft er dann meistens im April ein. Die Paare leben monogam. Sie brüten bevorzugt an Steilküsten, das kann man hier ganz gut sehen, weil sie dann beim Abflug die Aufwinde besonders gut nutzen können. Albatrosse bauen ein kegelförmiges Nest aus Erde und Pflanzenteilen, das ist hier zu sehen. Und dieses kleine Wollknäuel hier oben drauf oder Federknäuel hier oben drauf ist ein junger Albatros, der noch nicht ganz ausgewachsen ist. Pro Nest wird auch nur ein Ei ausgebrütet. Die Jungaufzucht dauert 4 Monate und dann sind sie Vögel und leben für die nächsten 4 Jahre bis zu ihrer Geschlechtsreife auf dem Südpolar. Der größere Verwandte des Schwarzbraun-Albatros ist der Wander-Albatros mit 3,50 Meter Spannweite, schon ein sehr bemerkenswerter Vogel. 8 Kilogramm bringt er auf die Waage. Und es leben auf der Südhalbkugel ca. 25.000 Tiere. Er ist ein ausdauernder Segelflieger und hier begleitet er unser Schiff. Eine ganze Zeit lang auf dem Weg zwischen den Falklandinseln und Südgeorgien. In einem Gedicht der chilenischen Dichterin Sara Vial heißt es, ich zitiere, ich bin der Albatros, der am Ende der Welt auf dich wartet. Ich bin die vergessene Seele der toten Seefahrer, die über die Weltmeere kamen, das Kap Horn zu umschiffen. Aber sie starben nicht in den tosenden Wellen. Sie fliegen heute auf meinen Schwingen der Ewigkeit entgegen. Dieses Gedicht steht auf Kap Horn und in der Nähe des Albatros-Denkmals. Und hier versanken und ertranken mehr als 10.000 Menschen. Wir haben hier gerade ein technisches Problem, das werden wir gleich lösen. Kleinen Moment bitte. Strom wieder angeschlossen, alles gut. Jetzt kann es weitergehen. Wir befinden uns also auf der Fahrt, begleitet von diesem Albatros zwischen den Falklandinseln und Südgeorgien. Südgeorgien gehören seit 1775 zu Großbritannien. Es ist eine Inselkette, die 160 Kilometer lang ist, 30 Kilometer breit und sie liegt etwa 2000 Kilometer östlich von Südamerika. Geprägt und dominiert wird sie von 2000 Meter hohen, meist vergletscherten Bergen. Dies war so unsere erste Sicht auf Südgeorgien. Hier herrscht kaltes und weitgehend nasses Klima. Leben tun hier nur 30 Menschen, meistens nur im antarktischen Sommer. Es sind Regierungsbeamte und Museumsangestellte sowie einige wenige Forscher. Die Vegetation hier besteht aus Moosen, Flechten und Gräsern. Allerdings hat man inzwischen auch 30 Blütenpflanzen hier vorgefunden, die durch die Walfänger eingeschleppt sind. Heute allerdings gelten für Touristen absolut strenge Umweltvorschriften. Vor und nach jedem Landgang mussten wir mit unseren Gummistiefeln durch eine Gummistiefelwaschanlage und mussten die Gummistiefel säubern und desinfizieren. Die Klettverschlüsse unserer Hosen und Jacken mussten auf eventuell anhaftende Pflanzensamen untersucht werden
Und das Ganze wurde dann auch kontrolliert durch britische Regierungsbeamte, die vor unserem Landgang an Bord kamen. Mit der Anlandung von James Cook 1775 und seinen Berichten über reiche Robben- und Walvorkommen wurde eine traurige Geschichte eingeleitet. Die Pelzrobbe war bereits 1820 fast vollständig vernichtet. Die Pelze wurden nach China gebracht im Tausch gegen Seide. Waltran benötigte man damals für Straßenbeleuchtungen in Paris und London, weltweit eigentlich, und auch zur Margarineherstellung. Von 2004 bis 2065 wurden um Georgien herum mehr als 175.000 Wale abgeschlachtet, Wale verschiedenster Arten. Auf Südgeorgien findet man noch 6 Walfangstationen. Hier in dem linken Bild sehen Sie an der Nordküste die Station Stromnes, eine ehemals norwegische Station. Die Stationen arbeiteten mit enormem Profit und rosten heute als Geistersiedlungen vor sich hin und dürfen nicht betreten werden. Sie sind baufällig, asbestverseucht, aber bieten damit Unterschlupf und Schutz für Pelzrobben und Seeelefanten. Und auch einige Pinguine konnten wir aus der Entfernung dort sehen. Südgeorgien ist die Heimat der Königspinguine. 2 Millionen Tiere gibt es davon in der Antarktis. Sie werden bis 95 cm groß und 15 kg schwer und brüten genau wie ihre noch größeren Verwandten, die Kaiserpinguine, ein Ei zwischen den Beinen aus. Kaiserpinguin allerdings lebt noch sehr viel weiter südlich des südlichen Polarkreises auf dem Eis. Sie sehen hier schon, die Tiere in diesem Bild sind etwas unterschiedlich gefärbt, aber dazu komme ich gleich noch. Dies ist Gold Harbor auf Südgeorgien. 50.000 Tiere sollen es hier sein. Hier im Vordergrund allerdings einige Eselpinguine. Zur Ermittlung der Bestandsdichte bei Pinguinen benutzt man heute Drohnen und zählt mit Hilfe der Drohnen. Hier links sehen Sie jugendliche Pinguine, die sehr stark noch mit ihrer Mauser zu tun haben. Rechts ein jugendliches Tier, das erkennt man daran, dass dieser gelbe Fleck sehr viel heller ist als bei älteren Tieren. Das ist schon fertig gewesen. Pinguine sind sehr gesellige Tiere. Sie gehen gerne an Land spazieren und kommunizieren dann mit ihren Flügeln und mit den Lauten. Ich hoffe, das können Sie jetzt hier auch hören. In diesem Bild kann man verschiedene Mauserstadien und alle Altersklassen sehen. Diese braunen Federbälle hier, das sind diesjährige Küken, die in ihrer ersten Mauser sind. Dieses ist sicher ein Jungtier, das aber schon im zweiten Jahr ist. Und hier haben wir dann ältere Tiere, die mit ihrer Mauser bereits schon durch sind. Bild anschreiben zu habe. Hier der Riesensturmvogel, aus dem sich die Pinguine entwickelt haben sollen, vor über 80 Millionen Jahren. Er landet in der Kolonie, es gibt aufgeregte Rufe. Auch ein Scheidenschnäbel laufen hier gleich durchs Bild und hier im Vordergrund sind Eselspinguine zu sehen. Es geht mir aber in diesem kleinen Video, was ich Ihnen gleich zeigen möchte, über den Riesensturmvogel. Er hat eine Flügelspannweite von 200
cm. Es gibt hellere und dunklere Tagmorphen und sie ernähren sich von Aas, von Kühl, von Tintenfischen, Fischen und auch von schwachen Pinguinen. Die Seeleute nennen ihn nur Stinker, weil er bei Erschreckung einen übelriechenden Magen hat erbricht. Er brütet auf Inseln der Subantarktis und der antarktischen Halbinsel. In diesem Bild, wenn Sie genau hingucken, können Sie sehen, oberhalb des Schnabels hat er so eine Röhre. Riesensturmvögel gehören zu den Röhrennasen und über diese Röhren können sie Salz ausscheiden, eine Salzlösung ausscheiden, um ihren Körper vor Übersalzung zu schützen. Pinguine sind sehr reinliche Tiere. Sie gehen ganz häufig ins Wasser und reinigen ihre Gefieder und schwimmen im flachen Wasser. Die jetzt auch vergesellschaftet ganz glücklich mit kleinen Felsbrocken. Allerdings das Herauskommen aus dem Wasser ist dann etwas schwierig. Zu sehen, aber was ich meine. Jetzt sind wir weiter südlich gefahren, kommen in die richtige Antarktis, also südlich des 60. Breitengrades. Und jetzt haben Sie bitte einen kleinen Moment Geduld. Ich starte das gleich nochmal neu, damit das nächste Bild auch lädt. So, dann haben wir das. Hier sehen Sie ein Felsmassiv an der Küste des Weddellmeeres. James Weddell war ein britischer Seefahrer und Segler, der 1823 in diesem Gebiet geforscht hat und das erkundet hat. Hier haben wir ein Bild, das mir auch ganz besonders gut gefällt. Wir sind südlich im Weddellmeer unterwegs und an dieser Stelle hat der Kapitän nun beschlossen, wir müssen umkehren. Wir sind so dick in das Eis hineingefahren, weiter hätte unser Schiff das nicht gekonnt, auch wenn es eine Eisklasse hat. Es war ja nur ein Eisbrecher. Und an dieser Stelle sind wir dann wieder umgekehrt und nach Norden abgebogen. Dann melden wir zurück. Dies ist ein Tafeleisberg, abgebrochen von der Schelfeiskante. Auch dieser treibt nach Norden. Und es kann sein, dass die Eisberge dann an flacheren Stellen auf Grund laufen und langsam abtauen. Solche Ansammlungen von Eisbergen, die auf Grund gelaufen sind, nennt man auch Friedhof der Eisberge. Hier auf Heroina Island haben wir eine größere Kolonie von Adelie-Pinguinen beobachten können. Das sieht alles ganz friedlich aus, allerdings den Geruch kann ich Ihnen an dieser Stelle zum Glück ersparen. Es war bestialisch. Unsere ganzen Sachen, die wir anhatten, rochen nach Pinguin-Experimenten, besonders an dieser Stelle. Adelie-Pinguine sind auch gerne auf Eisschollen unterwegs und nutzen sie, um per Anhalter weiterzukommen. Das sieht man hier oben und hier im Ausschnitt. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von der antarktischen Halbinsel auf der, westlichen Seite. Es zeigt den Lemaire-Kanal und die Bergketten an beiden Seiten sind etwa 1000 Meter hoch. Hier haben wir eine Außentemperatur von 1 bis 2 Grad. Diese Landschaft ist einfach nur wunderbar mit ihren Spiegelungen im glatten Wasser. An dieser Stelle sind wir noch nicht angelandet, sondern haben Rundfahrten in den Schlauchbooten gemacht und die Landschaft auf uns wirken lassen. Die Eselspinguin, der ist Ihnen schon an mehreren Stellen in meiner Präsentation begegnet. Er ist verwandt mit dem Adelie und dem
Zippelpinguin, etwa 6 Kilogramm schwer, 80 cm groß und durch ein eselartiges charakteristisches Geschrei zu erkennen. Auf diesem Foto hier links liegt er auf einem Felsen und erschlägt. Er ruht sich aus. Charakteristisch ist auch der rote Schnabel und dieser weiße Fleck, der sich von einem Auge zum anderen rüberzieht. Hier sehen Sie noch einmal die Krallen so eines Ippelpinguins, die rötlichen Füße, drei Zehen mit Schwimmhäuten dazwischen, die man allerdings auf dieser Aufnahme nicht sieht. Junge Eselspinguine wollen gefüttert werden, sie wachsen sehr schnell, sie müssen schnell flügge werden und haben einen großen Nahrungsbedarf. Die erwachsenen Tiere haben viel damit zu tun, sie zu füttern und die Jugendlichen fordern durch heftige Bettelei bei den Elterntieren ein, dass sie gefüttert werden. Sie klopfen an den Schnabel und dann kommt der vorverdaute Krill aus dem Magen der Elterntiere heraus. Das kann man hier sehen bei der Futterübernahme. Hier rechts habe ich Ihnen nochmal ein Bild mitgebracht, so eines Esels Pinguins mit dem weißen Fleck von diesem Auge zum anderen Auge und dem schönen roten Schnabel. Auf dem linken Bild sieht man übrigens, dass es hier an dieser Stelle heftig am Schneien war. Hier liegt ein Eselspinguin auf dem Schnee und er frisst diesen. Dann steht er auf und geht zum Wasser runter. Der Schnee ist leicht rötlich. Das liegt vor allem an den Schneealgen. Bei Schneealgen handelt es sich um einzellige Grünalgen der Gattung Chlamydomonas, die bei denen allerdings das Chlorophyll durch ein Carotinoid überdeckt ist. Bekannt ist dieses Phänomen auch als Blutschnee. Pinguine fressen den Schnee, weil sie damit Süßwasser bekommen und diese Schneealgen sind auch Süßwassereigen. Ich hoffe, dass das Video jetzt läuft. Schauen wir mal. Nun gehen Sie flotten Schrittes den Hang hinunter. Man sieht hier bei dem Pinguin das rechte Bein ist hier angehoben. Die Flügel benutzen Sie immer zum Austarieren, um das Gleichgewicht zu halten. Sie gehen also über das Schneefeld zum Wasser und dort konnten wir dann etwas beobachten, das sich als, nicht als Gänsemarsch, sondern als Pinguinmarsch darstellt. Nach dem anderen schwimmt ins Wasser. Ja, dort werden Sie Körperpflege betreiben oder Sie gehen natürlich auch auf die Jagd. Die Pinguine sind ja immer hungrig. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Fotos von weiteren Vögeln mitgebracht, die wir an der antarktischen Halbinsel beobachten konnten. Hier im Bild ein brauner Skua, eine Raubmöwe, und zwar ein Jungtier, nicht voll ausgewachsen. Es frisst auch gerne Pinguin, Küken und Eier und ist im Verbreitungsgebiet recht häufig. Diese wunderbare Dominikanermöwe ist die einzige Möwenart, die in der Antarktis brütet. 58 cm lang und hat eine Flügelspannweite von 1,25 m. Den Weißgesichtsscheidenschnabel haben wir schon des Öfteren im Bild gesehen. Er läuft gerne bei den Pinguinen in den Dolomien herum und das liegt daran, dass er Aas, Fäkalien frisst
aber auch als Kleptoparasit unterwegs ist. Das heißt, er stiehlt den Krill, die Pinguineltern das Futter an Jungtiere übergeben wollen. Er ist da also ganz flink unterwegs. Er kommt tatsächlich bis zum Südpolarkreis vor, 66 Grad südlicher Breite. Ja, und das ist der letzte Pinguin, den wir beobachten durften. Und wenn Sie das rechte Bild anschauen, dann sehen Sie, er steht hier am Strand. Beim linken Bild kann ich nur sagen, es ist ein echter Pinguin und nicht ein Kuscheltier, das wir irgendwo gekauft haben. Es ist der Zügelpinguin, der gekennzeichnet ist durch diesen schwarzen Kinnriemen oder Kinnstrich. 10 Millionen Exemplare an der Westküste der antarktischen Halbinsel. Und wir haben genau dieses eine Exemplar gesehen, auf Deception Island. Das war ein echter Glücksfall. Woran liegt das, dass hier nur kein einziger Pinguin noch war? Die Pinguine verlassen im Februar, März nach der Brutsaison das Land, wo sie gebrütet haben, und halten sich dann bis zur nächsten Brutsaison, die normalerweise so im November startet, nur noch im Meer auf. Warum die anderen jetzt schon alle nicht mehr hier waren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall war es für uns ein echter Glücksfall, dass wir diesen Zügelpinguin noch gesehen haben. Während der Brutzeit jagt er in einem Radius von 40 bis 60 Kilometern rund um die Kolonie und taucht dabei zwischen 5 und 50 Meter tief. Das ist auch so in etwa der Rahmen, in dem sich der Krill dann aufhält. Ein Tauchgang kann bis zu 7 Minuten dauern. Also ganz erstaunlich. Ja, mit diesem schönen Pinguin ist meine Präsentation fast am Ende. Ich habe hier noch Ihnen meine Quellen mitgebracht, wie ich schon sagte. Die Fotos von den Tieren und die Videosequenzen haben wir alle selber gemacht. Jetzt danke ich für Ihr Interesse und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls es noch Fragen gibt, würde ich gerne versuchen, diese zu beantworten. Ja, vielen Dank, Frau Carstensen, für den interessanten Vortrag. Wir warten noch ein bisschen, ob noch Fragen eingehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall für den Ton noch einmal entschuldigen, also für das gelegentliche Brummen zwischendurch. Der Vortragslaptop hat aufgrund der vielen tollen Fotos und Videos doch etwas mehr arbeiten müssen als sonst. Genau. Also wenn dann noch Fragen sind, können Sie gerne noch Ihre Fragen bei uns in den Chat stellen. Ja, da kommen so langsam welche. Ich würde Frau Carstensen dann einmal noch mal dazu schalten. Die Frage ist einmal, wie weit sich die Vögel Ihnen genähert haben. Naja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wir hatten die Maßgabe, wir sollten mindestens 5 Meter Abstand von den Pinguinen halten. Allerdings haben die Tiere das nicht immer beachtet. Die Pinguine waren häufig sehr neugierig und völlig unbefangen. Sie haben versucht, an unsere Gummistiefel zu picken. Sie sind uns sehr direkt über den Weg gelaufen. Wir haben dann natürlich innegehalten und haben angehalten. Manchmal gab es auch richtige Wanderungen von Pinguinen von einem Punkt zum anderen. Dann sind wir natürlich alle stehen geblieben, das ist klar. Aber die Pinguine haben uns schon, waren schon sehr interessiert an uns und sind sehr nahe gekommen und haben offensichtlich auch mit Menschen oder mit Touristen gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dann eine weitere Frage, welches Budget muss man für eine solche Exkursion einplanen? Diese Frage möchte ich nicht gerne beantworten. Es ist eine sehr große Summe und ich kann nur sagen, für uns hat sich jeder Cent gelohnt, aber da gibt es viele verschiedene Anbieter, viele verschiedene Längen. Das muss man dann einfach
gucken. Die Anreise ist ja auch nicht ganz kurz und kostet auch einiges. Also das ist individuell dann auch sicherlich sehr unterschiedlich. Und wie lange dauert es, bis man am Ziel ist? Die Anreise bis Ushuaia, je nachdem, ob man einen Zwischenstopp macht. Wir hatten nun einen Zwischenstopp in Buenos Aires gemacht, dauert ja im Grunde 2 Tage. Und dann waren wir, wie gesagt, von Ushuaia 19 Tage unterwegs. Es gibt aber auch kürzere Fahrten. Es gibt auch Fahrten, die direkt von Ushuaia nur in die Antarktis fahren und Südgeorgien und die Falklandinseln auslassen. Auch das kann ich. Das ist dann natürlich preiswerter, das ist klar. Und wie lange haben Sie Ihre Reise im Voraus geplant? Wir waren, als wir uns endlich dazu durchgerungen hatten, das zu machen, waren wir total erstaunt, dass wir 2 Jahre vorher keinen Platz mehr kriegen und nicht buchen konnten. Es war alles ausgebucht. Das liegt natürlich daran, dass die Saison dort nicht so sehr lang ist, dass es nicht so viele Schiffe gibt, die dahin fahren. Und dann haben wir uns auf eine Warteliste setzen lassen, auf eine verbindliche Warteliste, und hatten dann das ganz große Glück, dass wir bei dieser letzten Fahrt von diesem Schiff in die Region, bevor der antarktische Winter dann anbricht, noch einen Platz bekommen haben. Den haben wir allerdings dann 8, 9 Monate vor der Fahrt bekommen. Und woher kommt Ihr Interesse an Pinguinen und deren Lebensraum, beziehungsweise was fasziniert Sie persönlich an Pinguinen? Was mich an Pinguinen fasziniert, ist einfach ihre ganz enorme Anpassung. Die Anpassung an diese extrem kalten und unwirklichen Temperaturen, dieses lange Leben auf dem Meer und nur das an Land kommen für die Brutsaison. Ich finde, das sind einfach sehr interessante Tiere. Es sind besonders angepasste Vögel und das ist so. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Und war das Ihre erste große ornithologische Reise? Wenn man das so als ornithologische Reise betrachten will, vielleicht schon. Ich sag mal, ich habe für diesen Vortrag, weil ich den ja auch hier beim Jordsand angeboten habe, mich auf die Seevögel spezialisiert und ein paar Landschaftsaufnahmen mit ihnen auch mitgebracht, damit sich das vielleicht etwas besser vorstellen können. Es war letztendlich keine rein ornithologische Reise. Wir hatten an Bord 5 verschiedene Wissenschaftler, die sehr, sehr gute Vorträge gehalten haben. Da ging es aber auch um Geologie, es ging um die Forschung, es ging um die Geschichte der Polarforscher. Das war also viel umfassender als jetzt eine rein ornithologische Reise. Genau, damit kommen wir nämlich auch zur nächsten Frage. Welche anderen Tiere haben Sie noch gesehen in der Antarktis? Wir haben die Pelzrobben, die Seeelefanten gesehen, Seeleoparden gesehen, wir haben etliche Wale gesehen und zwar nicht irgendwo weit weg mit der Fluke wedelnd oder nur im Abtauchen, sondern wir haben tatsächlich auch einen, zum Beispiel einen Minkwal beobachten können, der ein junges Tier, etwa 6 Meter lang, das direkt neben unserem Schiff herumschwamm, unter dem Schiff durchtauchte, und dann war gerade ein Schlauchboot im Wasser, das wieder an Bord genommen werden sollte. Da war zu dem Zeitpunkt nur der eine Matrose drin, der Fahrer drin. Und da ist der Minkwal direkt von vorne nach hinten unter diesem Schlauchboot durchgetaucht und ist dann wieder aufgetaucht, hat sich gedreht und sich von seinen besten Seiten gezeigt. Also das war ganz fantastisch und wunderbar zu sehen. Das war natürlich auch ganz viel Glück. Aber wir haben auch Orcas gesehen mit ihren spitzen Rückenflossen. Also wir haben sehr, sehr viele Wale gesehen, manchmal auch nur den Blas von dem Wal, aber wir haben auch Wale wirklich dann auch identifizieren können. Eine Frage ist, wie schaffen es die Pinguine, die Luft so lange unter Wasser anzuhalten? Können Sie dazu was sagen?
Ja, da sind Sie auch ganz besonders angepasst. Sie können Sauerstoff viel besser speichern, auch als der Mensch. Sie haben eine sehr, sehr große Lungenoberfläche. Sie können aber auch Sauerstoff speichern in Ihren Muskeln. Also Sie haben da verschiedene Strategien, dass Sie wirklich so lange Tauchgänge dann auch machen können und auch tief tauchen können. Und können Sie auch was zum Zugverhalten der antarktischen Vögel sagen, zum Beispiel zum braunen Skua? Nein, dazu kann ich nichts sagen, damit habe ich mich nicht weiter beschäftigt. Okay. Genau, die haben Sie schon beantwortet, ob die Reise wissenschaftlich begleitet wird oder ob es ausgebildete Guides gab. Sie hatten verschiedene Wissenschaftliche und Biologen an Bord. Genau. Eine Meteorologin an Bord, ein Historiker an Bord und die Biologen, die mit an Bord waren, hatten eben auch sehr unterschiedliche Sachrichtungen. Dann ist noch eine Frage, ob die Pinguine flüchten. Also vor den Menschen nicht. Und wir haben sie eigentlich nur in friedlicher Vergesellschaftung auch mit den kleinen Seebären gesehen, die sich zum Glück nach dem großen Abschlachten, nachdem James Cook berichtet hatte, dass es da so viele gibt, wieder sehr, sehr zahlreich vermehrt haben. Das war alles ganz friedlich. Dann wird man mit dem Schnabel gepickt, wenn einer zu nahe kommt. Aber richtig flüchten, ich denke vor den Seeleoparden oder vor den Orcas, also von richtigen Fressfeinden. Da werden sie sicherlich versuchen, einen Reis auszunehmen. Aber was wir beobachten konnten, nein. Und dann habe ich eine vorerst letzte Frage. Benötigt man Visa? Visa? Wahrscheinlich ein Visum. Ja, ich weiß, ich überlege gerade. Nein, braucht man, soweit ich weiß, nicht. Man braucht nur einen Reisepass. Und welche Sprache wird bei den Vorträgen an Bord gesprochen? Also auf dem Schiff, auf dem wir unterwegs waren, war es Deutsch. Allerdings hatten wir auch einen Experten dabei, das war ein Brite, der hat dann also über Englisch gesprochen und das wurde dann manchmal so ein bisschen übersetzt. Es gibt aber auch rein englischsprachige Schiffe, das kommt je nachdem drauf an, welchen Anbieter man wählt und wo man einen Platz kriegt. Okay. Mehr Fragen sind gerade nicht. Okay. Dann würde ich mich ganz gerne bei Ihnen allen bedanken für das große Interesse. Ach, eine kleine Frage noch. Wie kommunizieren Pinguine? Sie kommunizieren durch Schreie. Ich weiß nicht, ob das in den Videos wirklich bei Ihnen auch so angekommen ist. Also sie schreien sehr kräftig und sehr schrill. Der Eselspinguin zum Beispiel hat so einen eselsartigen Ruf, nachdem er dann auch benannt wurde. Sie kommunizieren mit den Flossen. Das habe ich auch versucht in dem einen Video zu zeigen, indem sie sich selber mit den Flossen auch berühren oder versuchen dann den Abstand, die Distanz zu wahren. Und ich glaube, sie kommunizieren auch mit ihrer gesamten Körperhaltung. Dann gibt es noch eine Frage. Wie sieht die Klimabilanz der Reise aus? Das muss man ganz deutlich beantworten. Schlecht. Okay. Ich glaube, noch weitere Fragen vielleicht? Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Ich warte noch kurz. Ja, alles gut. Noch eine reinkommt. Okay, sonst würde ich sagen, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich bei allen für ihr großes Interesse und für die vielen Fragen und für ihre Aufmerksamkeit. Und
Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche natürlich auch wieder mit dabei sind, wenn Frau Fitschen etwas berichtet, und zwar über ihre Zeltsafari in dem Okavango-Delta. Und ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen. Und wenn er Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich oder freuen wir uns immer sehr über eine Spende. Über unsere Homepage gibt es diverse Möglichkeiten, Spenden-Button. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und dann vielleicht bis nächste Woche.